Mahlzeit weiter. Die Erfolgsgeschichte begann in einem kleinen Hinterhof. Damals hatte sich Heinz Wollschläger noch auf Schweißtechniken spezialisiert. 60 Jahre später verkauft sein Sohn Frank Wollschläger von Bochum aus Spezialwerkzeuge in die ganze Welt. 600 Menschen arbeiten für das Familienunternehmen, eines von vielen starken Unternehmen im Revier. Wenn ich durch meine Hallen laufe, ist das ein Gefühl des Stolzes natürlich, dass unsere Mitarbeiter hier mit Elan diese Arbeiten verrichten. Ein gut geführtes Familienunternehmen mit all seinen Facetten eines Familienunternehmens zu sein. Darauf bin ich stolz. Wollschläger ist ein Spezialist. Die Firma handelt mit Werkzeugen. Aber nichts von der Stange, sondern Präzisionsware. Geliefert werden die Werkzeuge in die ganze Welt, kommen sogar beim Flugzeugbau zum Einsatz. So richtig los ging es nach dem Krieg. Schon früh wurde Frank Wollschläger von seinem Vater mitgenommen. Das hat den 64-Jährigen geprägt. Und dann fuhr er zum Kunden und ich musste immer im Fahrzeug warten. Wenn er dann zurückkam, dann fragte ich immer als junger Bursche mit 14 oder 15, na Papi, wie war es denn dort? Warst du erfolgreich? Ja, sagt der Frank, ich war erfolgreich. Dann hat mich das natürlich auch gefreut. Es gab natürlich auch Momente, wo mein Vater ein zweiter Sieger war und dann war er ziemlich bedrückt und sehr traurig. Denn die Silbermedaille, die nützt einem ja nichts im Vertrieb. Ne? Nur die Goldmedaille nützt einem was, denn die bringt die Aufträge und die Beschäftigung. Inzwischen bietet die Firma mehr als 60.000 Produkte an. 600 Menschen arbeiten in ganz Deutschland für das Unternehmen. Noch vor der jüngsten Wirtschaftskrise schufen sich die Bochumer ein neues Standbein, den Verleih von Maschinen. Das lief gut und sicherte Arbeitsplätze. Je schlechter es dem Unternehmen draußen ging, desto mehr haben sie ihre eigenen Mietparks abgestoßen und haben mehr Leihgeräte geliehen. Aber Wollschläger bietet noch mehr an. In der eigenen Schleiferei können die Kunden ihre Spezialbohrer und andere Werkzeuge schärfen lassen. So entsteht ein Rundum-Service. Damit will das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter wachsen und neue Stellen schaffen. Das wird dann die Aufgabe von Sohn Carsten. Er wird die Firma in Zukunft übernehmen. Das Geschäft ist ein solides Unternehmen. Wir haben eine super Führungsmannschaft. Aber es ist halt wichtig, dass ich mein Ding mache. Und das geht vor allen Dingen darum, uns nicht abhängig zu machen von einer einzelnen Branche. Das Unternehmen ist ein Wandlungsprozess. Und ich denke, meine Aufgabe in der Zukunft wird sein, diese Führung weiter aufzubauen, die Leute in die richtigen Positionen zu setzen und die Führungsmannschaft zusammenzuhalten. Noch sitzt die Firma im Bochumer Osten, aber für 15 Millionen Euro soll ein paar Kilometer weiter eine größere Firmenzentrale entstehen, damit Wollschläger weiter wachsen kann.